Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Bonusvideo, einem schönen Blick hinter die Kulissen, was passiert, wenn man Betrüger anzeigt. Eins kann ich euch verraten, sie haben mich nicht abgeholt, ich sitze hier noch. Ich erzähle euch mal, wie das alles ablief. Ich habe Anfang des Jahres einen dieser Bitcoin-Anrufe gekriegt, mit den üblichen Gewinnversprechen, investieren Sie mindestens 250 Euro und wir machen Sie reich. Wir können nichts versprechen, aber wir machen Sie reich. Wir klingen alle, als hätten wir noch keine Haare am Sack, aber einen Kamm in der Tasche, sind von Beruf Sohn und Tochter, aber wir sind genau die richtigen Ansprechpartner, um dich aus dem Nichts reich zu machen, weil du so schlau warst, dich auf unserer Copy und Paste Internetseite ohne Portfolio mit einer Fake-Lizenz, die im Bestfall in Zypern ausgestellt wurde, zu registrieren. Und heute rufen wir dich an und du bist einer der wenigen Glücklichen, während im Hintergrund die ganze Mannschaft schreit wie bei irgendeiner Tierdoku, wenn sich gerade die Affen um die letzte Banane in die Haare kriegen. Im Hintergrund zur Untermalung der Szenerie läuft die schrecklichste Musik in der schlimmsten Qualität, die man sich irgendwie vorstellen kann. Die Anrufer telefonieren, weil sie all ihr Geld und all ihre Energie in das Wohl der Opfer, der Angerufenen, stecken. Natürlich mit Headsets vom Euroshop und sind entsprechend schlecht zu verstehen, aber hey, es ist alles für das größere Wohl, zum Wohle des Kunden, zur Gewinnmaximierung. Für die die Anrufer natürlich nur 1 bis 3% Umsatzprovision nehmen. Nun war das ein relativ langer Anruf, der ging fast eine Stunde. Und ich hatte mit meinem, ihr wisst schon welchem Charakter, diese Leute auf dem vermeintlich tatsächlichen Computer. Und die waren eben dann mit Anydesk da am Arbeiten und haben mir gezeigt, wie toll das alles ist und was die da alles machen können. Und ich habe dann gesagt, ja klar, komm. Da bin ich dabei, das ist prima. Da können wir ein bisschen Geld verdienen. Die Zeiten sind für alle nicht die besten. Das war auch damals schon das Argument mit Strom und Gas und den fossilen Energieträgern, dass das immer teurer wird. Das war das Einzige, womit diese Figuren recht behalten haben. Ja, dann habe ich die weiter durch den Anruf und die mich weiter durch ihre Masche geführt. Und wir kamen irgendwann an den Punkt, wo es ans Bezahlen geht. Da verarsche ich die Figuren ja eigentlich nur, weil klar ist, dass die von mir keinen Cent bekommen. Bei denen lief das ein bisschen anders. Die wollten nicht, dass ich mich, während sie auf meinem Computer drauf sind, in meine Bitcoin-Wallet, in mein Online-Banking oder mit meiner Kreditkarte irgendetwas machen. Nein, der sagte hier, ich gebe ihnen jetzt Überweisungsdaten und Verwendungszweck und sie weisen diese Summe dann bitte an und nach Erhalt können wir sofort beginnen, für sie zu investieren. Und ich dachte nur, Jackpot. Jackpot, eine IBAN. Dann kam aber Jackpot Nummer 2. Das war eine deutsche IBAN. Jackpot Nummer 3. Die haben noch gesagt, also es war nicht nur, dass es dann irgend so eine Internetbank war, sondern es war Sparkasse Zwickau. Ich hatte eine deutsche Filiale in einer deutschen Stadt. Es gibt ja auch, dass die hier irgendwelche Internetbanken, da kannst du dann hier nicht so irgendwie zuordnen. Und eben auch noch den Namen einer Person, die ich dann über diverse Suchgeschichten auch gefunden habe, dass es da tatsächlich jemanden so gibt, der in Zwickau wohnt. Das muss ja aber nichts heißen. Und dann habe ich halt ein paar Tage gegrübelt, was machst du? Dann habe ich mir aber gesagt, okay, das werden ja relativ viele Leute von denen angerufen. Und mit Sicherheit fallen nicht wenige darauf rein und mit Sicherheit gehen nicht wenige von denen Leuten dann zur Polizei und sagen, hier mach doch mal bitte was. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzeige, die ich erstelle, auf mich zurückfällt, dass die sagen, okay, das ist der Typ mit YouTube, ist relativ gering. Zumindest aus Betrügersicht. Was habe ich also gemacht? Habe den ganzen Papierkram zusammengestellt, habe das Video mit verlinkt dazu. Das stand zu dem Zeitpunkt noch auf privat, habe dazu geschrieben, Leute, ich bin Stimmenimitator, nicht, dass ihr jetzt zu mir nach Hause kommt, weil ich gerade wie Hitler spreche. Das ist alles Teil des Plans, um zu zeigen, wie erbärmlich und niederträchtig diese Figuren sind. Und dann kamen noch mal ein paar Rückfragen. Es wurde noch mal nach dem Original-Videotyp gefragt, weil ich meine Geschichten ja schneiden, rendern, hochladen, ihr wisst, wie das ist. Und dann ging das Ganze seiner Wege. Ich habe das Callcenter dann nochmal dran gehabt, nachdem ich mich mit denen ja auch verabschiedet hatte, sagte, Mensch, toll, das ist ja eine schöne Erkenntnis, die wir der Polizei weiterleiten können, waren die natürlich ganz schnell, dass sie aufgelegt haben. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt ja schon fast denken können, dass das ein
ein Mittelsmann ist, dass nicht derjenige da am Telefon seine eigenen Kontodaten durchgibt, und habe deswegen Strafanzeige und Strafantrag gestellt wegen gewerbsmäßigen Betrug und Geldwäsche, weil ich eben davon ausging, dass der halt der Geldesel für die Leute ist. Der kriegt irgendwie 10% dafür, dass er sein Konto zur Verfügung stellt und die Gelder dann halt nach Izmir, Kalkutta oder nach Moskau weiterleitet. So machen die das. Und habe entsprechend den Input halt auch gegeben, wie ich das aus meiner Erfahrung kenne, wie die arbeiten, ob denen das irgendwie weiterhilft. Ja, und dann wisst ihr, wie das so ist. Wenn bei dir eingebrochen wird, dauert es 2 Stunden, bis jemand kommt. Wenn du einen Betrüger anzeigst, dauert es ein Dreivierteljahr, bis irgendetwas kommt. Aber wehe, du bezahlst einen Strafzettel nicht oder machst einen Fehler bei der Steuererklärung, dann kommt das Sondereinsatzkommando zu dir nach Hause. Also entsprechend habe ich erstmal ziemlich lange gewartet und eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet, noch irgendetwas zu bekommen. Habe dann aber, und das zeige ich euch jetzt gleich von der Staatsanwaltschaft in Zwickau, folgendes Schreiben bekommen. Da wurde ich darüber informiert, dass das Verfahren gegen den Beschuldigten eingestellt wird. Ich lese das zur besseren Kommunikation einfach mal vor, weil viele von euch das ja gerne zum Einschlafen hören. Bin ich so langweilig, Freunde. Ermittlungsverfahren gegen, ihr wisst schon wen, wegen Verdacht des Betruges. In dem oben genannten Verfahren habe ich mit Verfügung vom 16.8. folgende Entscheidung getroffen. Das Ermittlungsverfahren wird gemäß 170 StPO eingestellt. Gründe. Und hier kommt es, da wird es interessant, und darum ist es auch so wichtig, dass man mit diesen Leuten als Nicht-Telefonbetrüger, Verarscher gar nicht groß kommuniziert, weil alles, was man denen gibt, das verwenden die gegen einen. Ist quasi so das, was die amerikanischen Cops in ihren Filmen immer so sagen, ja, alles, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Die Telefonbetrüger, die hier die Leute in Deutschland anrufen, die machen es. Und das ist, da kannst du dich drauf verlassen. Das ist das Einzige, auf das du dich verlassen kannst bei denen. Der Beschuldigte ist Inhaber eines Kontos bei der Sparkasse Zwickau, auf das der Anzeigenerstatter nach Anruf eines betrügerischen Callcenters vom 18.01. 250 € überweisen sollte. Dies aber unterließ. Schön, dass die das hier nochmal erwähnt haben. Das Ermittlungsverfahren war einzustellen, da der Beschuldigte keine Tathandlung der Geldwäsche oder des versuchten Betruges begangen hat. Der Beschuldigte hat am 22.10. selbst eine Online-Anzeige erstattet. Darin hat er mitgeteilt, am 27.8. bei Focus Online, ja, das ist so, da habe ich auch viele meiner betrügerischen Pop-ups her, auf der Internetseite des Magazins Focus online eine Werbung gesehen zu haben, wonach er bei LPL Finances Vermögensanlagen direkt über Bitcoin vorgenommen werden könnten. Er habe daraufhin Kontaktaufnahmen über Telefon und über E-Mail-Adressen mit dem Domainanteil lplfinances.eu erhalten. Er habe zunächst 250 €, die magische Zahl, und nach anscheinend erfolgreicher Anlage, das können die mit ihrem System hier vorgaukeln, du hast jetzt plötzlich 900 € Guthaben, komm, und in dem Fall dann 5.000 € macht die 5.000 voll und wir reinvestieren das dann. Zur Auszahlung wurden nacheinander folgende Einzahlungen, 3.302 und schließlich 5.951 € verlangt, die der Beschuldigte in der Hoffnung auf Auszahlung auch leistete. Jetzt könnt ihr mal sehen, was der Mann hat hier 10, 16, 17.000 € an diese Figuren verloren. Das ist richtig schlimm. Darüber hinaus ließen die unter falscher Firmenbezeichnung LPL Finances auftretenden unbekannten Tatverdächtigen den Beschuldigten einen Zugriff auf seinem Computer mittels des Programms AnyDesk einrichten, um einen direkten Zugriff auf den Computer des Beschuldigten ohne seine Mitwirkung nehmen zu können. Die unbekannten Tatverdächtigen versuchen darüber hinaus, den Beschuldigten zu veranlassen, Beträge von Gutschriften, die aus strafbaren Handlungen zum Nachteil anderer Geschädigter herrührten, auf Konten der unbekannten Tatverdächtigen weiter zu transferieren. Der Beschuldigte führte diese Finanztransaktionen nicht aus. Mit freundlichen Grüßen, Veit, Staatsanwalt.
Jetzt haben wir auch mal aus erster Hand, was wir uns so schon immer zusammengereimt haben. Da auch der dümmste Betrüger setzt sich nicht ans Telefon und gibt dir seine richtige IBAN mit einer Sparkassenniederlassung in einem deutschen Ortskreis irgendwie. Und so ist das das, was die machen. Die machen die Leute von sich abhängig, mit immer, immer mehr Gewinnversprechen, mit immer größeren Forderungen. Sag, ja komm, noch zwei Investmentgänge, dann steht das Auto, steht das Haus, steht das Boot oder die Ziegenfarm oder was auch immer die Leute sich erhoffen. Und nebenbei schnappen sie dir den Computer weg, arbeiten über deine Kiste mit noch mehr Geschichten und du kannst ja davon ausgehen, wenn die hier bei einem Menschen schon 17.000 Euro erbeutet und den hier als dreckigen Geldesel verwendet haben, wie viele andere Leute die noch erwischt haben. Und schade finde ich, dass hier steht, die unbekannten Tatverdächtigen, weil wenn er Finanztransaktionen weiterleiten sollte, dann werden ihm ja in irgendeiner Weise, sag ich mal, Daten mitgeteilt worden sein, wo er das hinüberweisen soll. Das scheint mir so, als ob die Staatsanwaltschaft an dem Punkt, natürlich kann ich es nicht genau wissen, für mich sieht es so aus, als ob die an dem Punkt, wo er das eben geschildert und bewiesen hat, dass er da selber geschädigt da war, dass die das scheinbar gar nicht weiter verfolgt haben. Oder sie führen es hier nicht aus, aber das wäre ja schon schön gewesen, weil diese unbekannten Tatverdächtigen wären dann ja diejenigen gewesen, die meine Anzeige hätte treffen müssen. Das heißt, da hätten die eigentlich sagen müssen, okay, der Typ ist unschuldig, aber wir wissen, wer das war. Das zeigt hier leider mal wieder Neuland für viele Strafverfolgungsbehörden in Deutschland. Nach wie vor wie kriminelle Callcenter und gerade die aus dem Ausland mit so einem Aufwand wie eigener Internetseite und Computer übernehmen und Money Mules anheuern, eben arbeiten. Aber so ist das leider, ne? Nun gut, jetzt habt ihr mal gesehen, wie sowas läuft. Es hat ja, 7 Monate hat es gedauert, von Anzeige bis zur Einstellung. In der Zeit sind bestimmt schon viele, viele andere Leute auf dieses Ding reingefallen. Ich hoffe, mit meinem Video den einen oder anderen mehr zu erreichen. Hoffe, dass der gute Mann, der hier betroffen war, sich inzwischen ein neues Konto zugelegt hat und im Bestfall einen neuen Namen, weil die Scheiße, die wird ihn verfolgen. 17.000 Euro und dann kriegst du in einer Tour Anhörungen als Beschuldigter, wenn Leute dich anzeigen, vermeintlich gerechtfertigt. Ist echt scheiße. Liebe Grüße nach Zwickau. Ich hoffe, du kommst klar und fällst sicher nie wieder auf so einen Mist rein und allen anderen. Wenn ihr vermeintliche solche Geschichten irgendwo im Freundes-, Bekannten-, Familienkreis hört, bitte schnappt euch die Leute und drückt die mit der Nase direkt in den Mist, den die da gerade erzählen und macht ihnen ganz klar, dass die definitiv keinen Cent gewinnen, aber alles verlieren werden. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns am nächsten Video am Wochenende wieder. Bis dahin, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören.